Sechstes Brunnenfest in Hilgen. Frau Küpper, wie hat das alles angefangen mit dem Brunnenfest? Das hat angefangen, als die Baustelle hier in Hilgen war. Und dann haben sich einige, die besorgt waren, dass hier gar nichts mehr los ist, zusammengetan. Und dann ist eine alte Postkarte zutage getreten mit dem alten historischen Brunnen. Und dann ist die Idee geboren worden, der Brunnen wird als Rekonstruktion aufgebaut. Der Herr Schiffler hat einen Plan gemacht. Die Handwerker haben ihn gebaut, installiert und er musste eingeweiht werden. Und das war 2008 und da wurde das erste Brunnenfest gefeiert. Und das war ja von Anfang an ein Riesenerfolg. Ja, da sind wir selber immer noch erstaunt und dankbar, dass das so gut angenommen wird. Gab es denn damals auch schon den Initiativkreis Hilgen lebt? Nein, den Initiativkreis, den haben wir erst 2011 gegründet. Wir waren erst beheimatet bei der Turngemeinde Hilgen als Abteilung Kultur und Brauchtum. Und dann nahm das so große Formen an, die Summen wurden immer größer, dass man das in der Turngemeinde nicht mehr vertreten konnte. Und dann haben wir uns entschlossen, einen eigenen Verein zu gründen. Da sind wir auch jetzt förderungswürdig und können auch Spendenquittungen ausstellen, sodass wir auch Spenden einnehmen können. Und welche Vereine sind hier heute beteiligt? Da ist in erster Linie mal dankenswerterweise der Schützenverein zu nennen, der sich wirklich einsetzt bei allen Aktivitäten, die wir machen, mit vollem Einsatz dabei. Das sind auch die Damen im Hintergrund. An den Bierständen vertreten, beim Aufbau, beim Abbau, wirklich, die sind es, die eigentlich die Sache mittragen. Dann ist die Turngemeinde mit drin, die Kindergärten sind vertreten, die Schule Hilgen, die evangelische Kirche Hilgen-Neuenhaus, Hilgen-Dünnweg, die katholische Kirche, dann die freievangelische Kirche. Also eigentlich sind wir froh, dass wir die große Gemeinschaft alle in ein Boot holen können. Wunderbar. Und es ist ja auch ein Treffen neben dem Schützenfest und dem Feuerwehrfest, wo sich die Hilgen nochmal guten Tag sagen können. Ja, und da fand ich den Ausspruch, den der Lothar Kretzer, ein alter Hilgener, getan hat, als das erste Brunnenfest so ein Erfolg war. Da sagt er, das war wie ein Klassentreffen. Man sah auch all Hilgener wieder. Und das war schön. Ja, dann schauen wir dann morgen noch mal rein. Heute Abend gibt es ja noch eine ganz schöne Band. Ja, Fab Five, ich habe gelernt. Ja, dann wünsche ich viel Spaß und Vergnügen am heutigen Abend und dann gucken wir morgen mal, was es noch gibt. Da freue ich mich. Bringen Sie gutes Wetter wieder mit und für Wermelskirchen auch alles Gute. Danke Ihnen. Jo. Jetzt geht los. Genau. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das 6. Hilgener Brunnenfest, richtig, Ludwig? Ja, richtig. Steht unmittelbar bevor und wenn man Hilgen so betrachtet, gibt es ja drei große Veranstaltungen. Das ist das Feuerwehrfest, das Schützenfest und jetzt neuerdings das Brunnenfest, richtig? Richtig, aber wo Schützenfest natürlich unser Hauptfest im Jahr ist, ne? Ganz klar, das Brunnenfest ist ja auch ganz neu, oder? Ja, ganz neu. Sechste Mal, wie du schon sagtest. Und was erwartet ihr heute von dem Fest? Ja, viel Besuch, viel Sonne. Die Sonne ist ja schon am Kommen und dass wir alle wieder glücklich nach Hause gehen. Mit dem einen oder anderen Kölsch? Ja, sicher. Das und hört er. Mit Bekannte treffen, ein bisschen zusammensitzen, lange nicht gesehen, das ist immer schön. Das fördert doch die Dorfgemeinschaft, oder? Das sowieso. Ich bin zwar Witzelden, aber ich fühle mich mehr als Hilgener. Da ich ja auch im Hilgener Schützenverein bin, darf ich immer auch wieder Reklame für unser 90.
Schützenfest machen. Natürlich. Was in 4 Wochen stattfindet. Und wir sind ja auch im Initiativkreis hier mit an den Hilgener Schützen sehr beteiligt. Wir machen den Imbiss und da hinten einen Bierstand. So, abseits vom Geschehen dann der eigentliche Protagonist des heutigen Tages und des Wochenendes. Und zwar, das ist der Brunnen, der schon an dieser Stelle vor etlichen Jahren gestanden hat und der dann anlässlich des Brunnenfestes wieder eingeweiht worden ist. Dieser Brunnen mitten hier im Dorf von Hilgen. So, neben mir stehen 2 Urhilgener, der Opitz und der Herr Schmitz, die mir jetzt mal erklären wollen, warum ist das Brunnenfest so wichtig? Weil man alle Leute, die man sonst im ganzen Jahr nicht sieht, an den 2 Tagen hier trifft. Aber man trifft sich doch auch im Sportverein bei euch, oder? Das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, da sind eigentlich nur die reinen Fans kommen dahin und hier kommt Gott und die Welt. Und wen habt ihr heute schon getroffen? Ich habe meine, wo ich noch früher hier auf Zustellung war, als Briefträger, meine ganzen Omas, die laufen hier schon rum, die früher bei mir auf der Zustellung gewohnt haben, die habe ich heute schon alle getroffen. Prima, und du hast auch schon wen getroffen? Ja, ehemalige Mitarbeiter der Firma Nickisch, die im Ruhestand sind, Rentner neben mir auf der linken Seite. Also wie wichtig ist das Dorffest, das Brunnenfest in einem Satz? Super wichtig. Ich schließe mich der Meinung an vom Herrn Opitz. Danke euch. Der Bürgermeister Kaplan, dienstlich oder privat heute? Als Hilgener komplett privat. Prima. Und gestern auch schon? Ich würde nirgendwo anders hingehen als zum Hilgener Brunnenfest. Und gestern auch schon da gewesen? Ja, von der ersten Sekunde an und der letzte war ich nicht. So ganz lange halte ich nicht durch, aber 2:30 war das dann Ende und jetzt bin ich sofort wieder hier. Wunderbar. Und da hat sich keiner wegen Lärmbelästigung irgendwie gemeldet? Nein, die haben alle gesagt, wir sollen ein bisschen lauter machen, wir würden gleich mitfeiern, kein Problem. Der Einzige, die da waren, war die Polizei. Das ist Hilgen. Hier wird gefeiert. Und so, für alle Urhilgener, hier steht der Nachfolger vom Herrn Most, das ist der Herr? Herr Rödel. Der Herr Rödel vertritt also den Herrn Most würdig und kennt natürlich von 100 Hilgenern. Wie viel kennt er? So viel dann nicht, leider. Ich bin ja nicht von hier aus Hilgen. Ja, das muss sich natürlich ändern, liebe Hilgener, also den müsst ihr kennenlernen. Also in den nächsten Wochen mal schön besuchen, mal ein paar Termine machen hier, genau. Und sich mal vorstellen. Das ist übrigens eine neue Filialleiterin. Seid jetzt schon fast einem Jahr. Das reicht noch nicht. So, an dieser Stelle grüße ich natürlich noch meinen Ausbilder, den Herrn Ruschka. Bei dem habe ich den Aktienhandel mit der Muttermilch aufgesogen. Ich sage nochmal herzlichen Dank für die schönen Zeiten, damals in der Ausbildung.
Ja, liebe Hilger, liebe Buchschicker, hier haben wir natürlich jetzt auch, der Brunnen hat Nachwuchs bekommen. Hier ist ein kleiner Brunnen. Wie die sich vermehrt haben, wissen wir nicht, aber wir vermuten, wenn man hier was reintut, dann vermehrt er sich. Und die Spenden sind wofür? Für den Brunnen muss er erhalten werden, ne? Also, hier könnte was. Oh, da ist schon. Da, Gerüchte sagen, wir fliegen davon nach Dubai. Ja, wofür es genau ist, wissen wir jetzt nicht. Wir vermuten, dass die Damen wohin fahren? Na, Dubai. Es, ja, die halbe Strecke ist schon drin, ne? Sie in der Turngemeinde seit 30 Jahren? Habe ich gemacht. 30 Jahre habe ich meinen Mann unterstützt, habe Würstchen geraten, die Buchführung gemacht für die Fußballer. Ja, und nein, nein, man muss erklären, dass Hilgen eine Hochburg des Handballs ist und auch war, zu der Zeit war. Und ich war Fußballer. Das war der FV Hilgen, als ich hier hinkam, nach Hilgen 1968. Und haben dann einen Antrag gestellt, um in die Turngemeinde Hilgen aufgenommen zu werden, die damals nur Handball und Turnen war. Und da sind wir als Abteilung dann aufgenommen worden. Nach einigen Widerständen, es hat dann aber geklappt. Und jetzt sind wir ein großer Verein, inzwischen der größte in Burscheid, die Turngemeinde Hilgen. Größer als die BTG. Genau, wir hatten gerade zwei Protagonisten dann. Wir hatten den Herrn Bock und den Schmitz Backes. Das sind hier die Macher im Sport hier in Hilgen. Naja, der. Was macht denn den Charme von Hilgen aus? Den Charme von Hilgen? Ja, der ist schwer zu erklären. Sie sehen hier, was hier für Leute sind. Wir haben uns extra freigenommen, um hier nochmal herzukommen, weil wir nachher noch zu einer kleinen Theatergruppe müssen und dort zuschauen wollen. Trotzdem sind wir hier und genießen es. Ne? Das ist wirklich ein Muss für Hilgen, oder? Ja, auf alle Fälle. Nun, wir sind jetzt über 40 Jahre hier. Hier kennt jeder jeden, fast jeder. Und es ist also eine sehr, sehr schöne, große Gemeinschaft. Muss ich also sagen. Prima. Also, dann, das war's vom Brunnenfest 2013. Die Box hier im Hintergrund. Ein Muss für jeden Hilgener.